Fürstin Charlène von Monaco hat bereits ein aufregendes Leben hinter sich. Durch ihre Hochzeit mit Fürst Albert wurde sie zur Fürstin, doch schon zuvor war Charlène keine Unbekannte. Die Südafrikanerin war erfolgreiche Schwimmerin und nahm im Jahr 2000 an den Olympischen Sommerspielen in Sydney teil. Solch eine Zukunft hätte sich der Nachkömmling deutscher Einwanderer in jungen Jahren wohl kaum erträumen können. Charlène Whitstock wurde am 25. Januar 1978 in Rhodesien, dem heutigen Simbabwe, geboren. Im Alter von 12 Jahren zog ihre Familie nach Benoni, einer Stadt östlich von Johannesburg. Schon früh begeisterte sich die junge Charlène für das Schwimmen. Ihre Mutter war selbst Schwimmlehrerin. Aufgrund besserer Trainingsbedingungen siedelte die Familie schließlich nach Durban in Südafrika um. Dort gewann Charlène 1996 die südafrikanischen Meisterschaften. Im Jahr 2000 schloss sie sich dem Schwimmteam der Universität Pretoria an. Im selben Jahr war sie Teil der südafrikanischen Staffel bei den Olympischen Spielen in Australien. Charlène wollte auch an den Olympischen Sommerspielen 2008 teilnehmen, was sie jedoch aufgrund von Schulterproblemen nicht konnte. Stattdessen beendete sie 2007 ihre Schwimmkarriere. Besser lief es bei ihr hingegen in Sachen Liebe. Bereits 2000 lernte sie Fürst Albert von Monaco kennen. Zum ersten Mal zeigten sich die beiden gemeinsam bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele 2006. Während ihrer Beziehung zu Fürst Albert II. Von Monaco änderte sich auch Charlènes Kleidungsstil von leger zu elegant. Im Juni 2010 gab das Paar seine Verlobung bekannt. Ein Jahr später besiegelten sie ihre Liebe offiziell. Am 1. Juli 2011 fand die Hochzeit statt und aus Charlène Whitstock wurde Fürstin Charlène von Monaco. Ende Mai 2014 teilte der monegassische Palast mit, dass die Fürstin schwanger ist. Im Dezember kamen die Zwillinge Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella auf die Welt. Seitdem sie Fürstin ist, widmet Charlène sich verschiedenen humanitären Aufgaben. Sie setzt sich unter anderem für Organisationen ein, die für mehr Chancengerechtigkeit von unterprivilegierten Kindern eintreten oder Aufklärungsarbeit über AIDS leisten. Durch ihre professionelle Vergangenheit als Sportlerin ist sie auch als Botschafterin der Special Olympics tätig. Dabei handelt es sich um die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderungen. Im März 2021 reiste Charlène nach Südafrika, um auf den Wildtierschutz und die wichtige Arbeit zur Erhaltung der Nashörner aufmerksam zu machen. Während ihres Aufenthalts fing sich Fürstin Charlène allerdings eine schlimme HNO-Infektion ein. Sie musste sich mehreren OPs unterziehen. Daraufhin rieten die Ärzte der Fürstin, nicht wieder zurück nach Monaco zu fliegen. Dadurch verpasste sie den 10. Hochzeitstag mit Fürst Albert. Anfang September wurde bekannt, dass Charlène wegen Komplikationen ihrer Ohr-, Nasen- und Halsinfektion und eines daraus resultierenden Zusammenbruchs ins Krankenhaus musste. Die Fürstin erholte sich aber von diesem Schock schnell wieder. Im November kehrte sie zurück nach Monaco, tauchte jedoch schnell wieder unter. Wegen gesundheitlicher Probleme zog sich Charlène weiter aus der Öffentlichkeit zurück.